So, hallo zusammen, guten Morgen. Guten Morgen. Weiter geht's für uns. Heute versuchen wir, hinter die ganzen Touristenhochburgen zu kommen, also hinter Katwijk, Noordwijk. Versuchen auch so eine Strecke von 60 bis 70 Kilometer zu fahren. Ne? Ja. Höchstens ja. 80. Wir liegen nämlich super in der Zeit. Gucken wir mal, wie der Tag heute vonstatten geht und wo es uns hin verschlägt. Genau. Ja, Wetter sieht wieder ganz gut aus, wird mit Sicherheit gleich warm. Aber allerdings hatten wir eine eiskalte Nacht, ne? Also super gebibbert, Zelt ist auch klitschnass vom Kondenswasser. Ja. Naja. Deswegen auch noch lange Hosen und eigentlich auch Socken, die gar nicht in Sandalen gehen. Aber ich habe so kalte Füße, da müssen die erstmal anbleiben. Ja, wir fahren uns jetzt warm. Bis später. Bis später, tschüss. Tschüss. So.
Wir haben jetzt 9 Uhr und wir sind jetzt gerade durch Gatwijk durchgerollt und rollen jetzt Richtung Noordwijk. Jetzt genießen wir hier noch mal ganz kurz einen Ausblick. Dann schauen wir mal, dass wir irgendwo was zum Frühstücken kriegen. Ist das gleiche Schauspiel wie die letzten Tage. Wir haben, wie gesagt, 9 Uhr und es hat alles geschlossen. Ich kann das nicht verstehen. In den Touristenburgen. Die Cafés haben alle zu. Strandbars, alle geschlossen. Also wir haben gestern ein Schweizer Ehepaar auf der Fähre kennengelernt und die meinten, das würde am Personalmangel liegen. Die Leute hätten alle kein Personal und würden deshalb nur zu bestimmten Zeiten öffnen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir zurzeit relativ doof in die Röhre. So, weiter geht's. Richtung Kaffee und Noordwijk. Wir rollen jetzt gleich in Noordwijk rein, haben jetzt 8:50 und sind hier schon wieder in den Dünen fleißig Höhenmeter am Sammeln. Also das ist wirklich krass hier. Hier ist das Ortsschild von Noordwijk. Jetzt muss ich die Kamera weglegen, jetzt geht's schon wieder hoch.
Hier in Noordwijk haben wir jetzt den dritten Selfie-Punkt von Inga gefunden. Der Leuchtturm von Noordwijk. Jetzt macht sie hier noch ein Selfie. Dann machen wir hier ein bisschen Pause und dann geht es gleich weiter. Ist auch das gleiche Bild hier in Noordwijk. Hier wird zwar jetzt gerade ein Markt aufgebaut, aber hier haben nur ganz vereinzelte Cafés geöffnet. Also man soll nicht meinen, dass man hier im Touristenhochgebiet ist. Naja, was soll's. Wir gucken. Irgendwo werden wir schon einen Kaffee kriegen. So, jetzt halte ich die Kamera nochmal Richtung Meer, damit wir noch ein paar schöne Bilder zusammenkriegen. Und dann geht es gleich wieder in die hügeligen Dünen, glaube ich. Jedenfalls müssen wir jetzt nur noch geradeaus an der Küste Richtung Haarlem. Und ich hoffe, dass das nicht so hügelig wird wie gestern, weil der Anfang heute Morgen war schon wieder recht heftig. So sieht es hier aus in der Dünenlandschaft. Heute haben wir auch nicht ganz so einen starken Gegenwind wie die letzten Tage. So, dann lege ich euch mal wieder eine Tasche. Ich hoffe, wir haben irgendwann den höchsten Punkt von Holland erreicht. Wir fahren nur bergauf. Der ist echt krass hier. Aber wunderschön. So, jetzt muss ich euch wieder in die Tasche legen. Sagenhaft, oder? Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Tour de France-Fahrer haben sich verfahren. Die sausen alle hier die Berge hoch.
Nach 36 Kilometern machen wir dann mal eine kleine Pause. Ihr seht, wie hügelig es hier ist. Das ist schon wirklich immens, was man hier hoch und runter saust. Und es ist richtig Betrieb hier auf dem Fahrradweg. Aber einfach herrlich. Nach genau 40 Kilometern haben wir jetzt Sandfort erreicht. Ja, Inga ist hier eben im Albert Heijn ein paar Lebensmittel holen für den heutigen Tag und noch sonstige Bedarfsgüter. Aber hier wollen wir nur wieder ganz schnell weg. Aber hier herrscht totales Chaos, Menschen ohne Ende. Also wie gesagt, sobald Inga eingekauft hat, gehen wir wieder auf die Strecke. Wir melden uns gleich dann wieder und fahren unterwegs. Nach 45 Kilometern, kurz hinter Sandfort, hauen wir uns dann ein paar Brötchen rein, die Inga gerade bei Albert Heijn geholt hat, und so eine Pizzaschnitte. Naja, hier haben wir eine schöne Bank gefunden und jetzt geht es mit Vollgas Richtung weg von den Touristengebieten. Ich glaube, ein oder zwei kommen noch, ne? Touristengebiete, Inga. Und dann haben wir es geschafft.
So, nach 56 Kilometern haben wir nochmal Pause gemacht, kurz, und Campingplatz festgemacht. Diesmal heißt der Campingplatz der Marquise und nicht bei Egmont am See oder Höf. Egmont an Höf. Soll auf jeden Fall noch 29 Kilometer von hier sein. Also werden wir so heute roundabout 90 Kilometer kommen. Also zwischen 85 und 90 Kilometer. Schauen wir mal. Nach gut 70 Kilometer, wir sind jetzt kurz hinter Weik am See, haben wir mal eben die Akkus getauscht. Ja, jetzt sind wir noch knapp 15 Kilometer vom Campingplatz, sind hier wieder in der Dünenlandschaft und es geht wieder rauf, runter, rauf, 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 dann einmal runter und dann wieder rauf, rauf, rauf und nochmal rauf. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Campingplatz ist soweit gebucht. Da dürfen wir gleich keine Probleme haben mit dem Hund und so weiter. Also dürfte ein schöner Tag werden. Bis nachher. Tschüss. Hallo, wir haben jetzt Viertel nach drei und haben genau 80 Kilometer am Tacho und sind jetzt auch nur noch knapp 7 Kilometer vor unserem Campingplatz. Haben aber jetzt hier nochmal eine schöne Bank gefunden, wo wir mal noch eine kleine Pause machen, den Hund noch ein bisschen spielen lassen. Ja, und dann geht es gleich auf die letzten Meter zum Campingplatz. Ich hoffe, dass ich gleich noch ein paar schöne Aufnahmen hinkriege. Allerdings haben wir hier das Problem, dass hier so eine Art Kopfsteinpflaster verlegt ist oder Ziegel, die recht wellig sind, und da ist die GoPro am Lenker, die ist nur am Hin- und Herhüpfen. Ja, ich guck mal. Auf jeden Fall kann man sagen, auch hier wieder nach Weik am See, ganz, ganz toll durch die Dünen zu fahren. Ist auch nicht mehr ganz so hügelig wie zuvor. Macht Riesenspaß, hier entlang zu brettern. Ja, mehr dann gleich vom Campingplatz. Thank you.
Hallo zusammen. Wir sind nach 88 Kilometern hier in Egmond an der Höf gelandet, auf dem Campingplatz De Marquise, und haben sie auch ganz gut angetroffen. Ich habe mich jetzt hier gerade so ein bisschen hinterm Zelt verkrochen, weil ihr wisst, wie es ist, wenn die Leute dich beobachten und du hast eine Kamera in der Hand, bist du für alle der Hit. Naja, kommen wir zum Tagesfazit. Ihr habt gesehen, wir sind heute Morgen am Campingplatz gestartet, sind dann erstmal über schöne Stadtfahrradwege gefahren Richtung Nordwijk. Da ging es immer über kleinere Bauernhöfe und so weiter. Sehr schön zu fahren. Danach ging es dann in die Dünen und ab da wurde es dann relativ hügelig. Ja, mit dem Wetter hatten wir auch sehr viel Glück. Wir hatten den ganzen Tag Sonne in den Dünen und haben uns da auch nochmal einen kräftigen Sonnenbrand geholt. Ja, in den Touristenzentren, da haben wir uns ja gar nicht lange aufgehalten. Das habe ich ja immer wieder in die Kamera erzählt. Da sind wir einfach nur durchgehuscht und wollten wieder zurück in die Natur. Ich weiß jetzt gar nicht wo. Wir haben nur einmal ganz kurz angehalten zum Einkauf bei so einem Albert Heijn. Ich weiß nicht, ob das Nordwijk war. Ist ja egal. Aber ansonsten sind wir da nur durchgebrettert, haben da nicht groß gefilmt oder uns irgendwas angeschaut. Da ist halt nicht unsere Welt. Wie gesagt, wir sind dann halt durch. Und ich sag mal, heute ging auch wieder so 70% durch die Dünen. Und zum Schluss ging es dann auch nochmal durch ein ganz, ganz tolles Waldgebiet, was halt auch noch so in den Dünen lag. Also war wunderbar zu fahren. Einzigste Manko waren so die letzten 20 Kilometer ging es über so ja, Ziegelpflaster. Wir in Deutschland würden sagen Kopfsteinpflaster, wo relativ viele Schlaglöcher drin waren. Das war nicht ganz so leicht zu fahren da mit dem Gepäck. Das ging ganz schön in den Rücken und in den Hintern. Ja, wie gesagt, dann haben wir heute ohne größere Probleme auch hier einen Campingplatz gefunden. Ich glaube, das war das zweite Telefonat, was wir heute geführt hatten. Einer, der wollte keine Zelte, der wollte nur noch Wohnmobile nehmen. Soll er machen. Sind wir hier ein bisschen abseits von der Strecke gefahren. Der Campingplatz hier liegt, glaube ich, 500 oder 600 Meter von der Route entfernt. Also sehr gut zu erreichen und super freundlich. WCs sind super sauber. Einzige ist, die haben hier kein Toilettenpapier auf Toilette. Aber das haben wir ja eh immer mit. Aber ansonsten kann man den Platz hier nur super empfehlen. Auch mit dem Strom gab es kein Problem. Als der gute Campingplatzbesitzer uns hier den Zeltplatz zugewiesen hat, habe ich dann gefragt, wo der Strom wäre. Da sagte er da hinten, ja, ich sage, wir haben nur 10 Meter Kabel. Da hat er sich sofort auf sein Fahrrad geschmissen und hat eine Kabeltrommel geholt und sagte, hier habt ihr euren Strom. Den hatte ich euch am Telefon versprochen. Also super freundlich. Also den Platz kann man hier nur empfehlen. Blende ich dann hinterher auch in dem Video zu Hause ein. Ja, mehr wüsste ich nicht zu sagen zum heutigen Tag. Das meiste werdet ihr ja eh schon gesehen haben. Das Einzige, was ich nochmal wiederholen möchte, ist, war ein wunderschöner Tag. Und ich kann den Nordseeküstenradweg, den holländischen Nordseeküstenradweg oder die Küstenroute, wie sie ja hier in Holland heißt, wirklich nur wärmsten empfehlen. Also uns hat das Riesenspaß gemacht. Ja, morgen geht es dann für uns weiter. Morgen steht dann die große Deichüberquerung an. Ich glaube, 35 Kilometer ist die. Aber da haben wir dann das nächste Problem zu bewältigen. Der Deich ist wohl für Fahrradfahrer gesperrt. Da müssen wir morgen irgendwie mit dem Bus was arrangieren. Da werden wir zum Großteil mit dem Bus rüber kutschiert. Aber wie das abläuft, werden wir dann morgen sehen. Ja, alles Weitere erzähle ich dann auch morgen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen und ihr schaltet im nächsten Teil wieder dazu. Bis später. Danke. Tschüss.